heute möchte ich zeigen, was es ist, wenn ich unwirsch werde. Groll und Kram habe ich schon gezeigt. Aber heute zeige ich das Unwirschsein meiner Wenigkeit. Ich habe vorgestern einen sehr guten Beitrag gemacht. Bundespräsident Herztreiber Kreisel. Und da an einem Wasserstrudel genau das zeigen können, in der Naturgesetzlichkeit, was auch gesellschaftlich, also soziologisch zu beobachten ist. Und da hat mir wieder ein Benutzer geschrieben, als ich gedankt habe zum Abschluss dieses Films, der Gottheit der Großen, sei es in, also sie tritt ja mannigfach auf, die einzige Gottheit hat aber mannigfaltige Möglichkeiten, sich zu manifestieren. Und aus diesem Grund wird sie genannt die Große, die eigentlich Unbenennbare. Man nennt sie aber auch Allah, Jahwe, Jehova oder wie auch immer. Und da schreibt man, einer wieder mal zurück zum 100. Mal, immer das Gleiche, ich solle der Gottheit nicht danken oder so ähnlich, also oder in der Arsch treten, aber denken als Vorbild an Jägerstädter. Und ich habe diesem Mann schon so oft jetzt zurück geantwortet, lass mich doch mit deinen Jägerstädten in Ruhe. Wir haben 70 Jahre Frieden, verstehst du? Wir sind nicht mehr im Nationalsozialismus. Ich erkläre dir, dass ich nicht nur selbst überleben will in 70 Jahre Friedenszeit, verstehst du? Wo wir Verfassungsschutzprogrammatik haben sollten, sondern dass auch ich jetzt nach 50 Jahren mit Zeit wird, dass ein einziges Kneblein von mir einen einzigen Atemzug ein- und aushauchen darf. Verstehst? Und ich habe jetzt 50 Jahre gesprochen und 30 Jahre und 7 Jahre mit 800 Filmen wollen darstellen, ich will, dass ein Kind in Friedenszeiten einatmen und ausatmen darf und nicht immer Jäger steht da. Verstehst? Ich will nicht immer verglichen werden in Friedenszeiten mit einem, der sein eigenes Leben verloren hat, der es verteidigen wollte über Jahre Gerichtsprozesse, bitte bringt mich nicht um. Verstehst? Und dann es doch verloren hat. Verstehst? Das ist keine Antwort. Wir leben in Frieden in Europa, verstehst? Wir haben 1000 Milliarden Dollar Schulden wegen dieser Scheiße, der ewigen Kriegshetze. Verstehst? Dass man jammern muss wie der Jägerstädter und noch Ärger um sein eigenes Leben. Ich wollte nicht einmal um mein eigenes Leben jammern, sondern ich möchte schon 17 Kinder haben und 300 Urgroßenkel, verstehst? Wenn ich noch einmal den Jägerstädter in diesem Zusammenhang höre, dann drehe ich einmal über, verstehst? Du kannst nicht immer sagen, wenn ich sage, ich habe eigentlich ein sehr großzügiges ein Lebenshorizont von mir, verstehst? Ich denke an große Gastfreundschaft, ich denke, dass ich russische Knaben als Gäste hätte oder südamerikanische, verstehst? Und dass ich aus Marokko meine Freunde einladen kann. Aber wenn ich immer gefährdet bin, meinen eigenen Fortbestand als Mann im besten Alter, verstehst? Soll ich jedem sagen, bitte darf ich leben? Oder soll ich wieder mit dem Jägerstreit anfangen, verstehst? Wenn ich da nicht streiten müsste, 30 Jahre um mein eigenes Leben, dann hätte ich jetzt 200 Enkelkinder. Das ist zu schwerfällig, verstehst du, für einen Mann in Friedenszeiten, dass er sich immer vergleichen muss. Ja, bin ich wohl so mächtig wie der Franz Jägerstädter, das großes Vorbild. Er hat ja gekämpft um sein Überleben, aber leider hat es verloren. Das hat uns 1000 Milliarden Dollar Schulden verursacht, dann der Blutzoll, Kinderblut in Millionenhöhe, Bluttropfen von Kindern regnet über dem österreichischen deutschsprachigen Jägerstädterhimmel. Was heißt, der noch jemand im Dritten Reich lebt und nichts loslacht. Das ist unwirsch, verstehst? Jetzt kennst du mich einmal von dieser Seite.